Wie geht ein gutes Leben? Wie können wir der Gestalter unseres Lebens werden? Und wie können wir mit Stress, mit Krisen und mit Schicksalsschlägen besser umgehen? Diese Frage, die ist nicht nur in diesem crazy Corona-Jahr total wichtig und relevant. Und ich glaube, diese Frage haben nicht nur wir uns jetzt gestellt, sondern diese Frage ist uralt. Schon die alten Griechen, wissen wir, haben sich diese Frage gestellt und sind da zu ganz interessanten Erkenntnissen gekommen. Und auch die Psychologie kommt zu ganz wichtigen und spannenden Erkenntnissen. Und ein Zauberwort lautet Resilienz. Und in meinem Buch, das ich geschrieben habe, das jetzt im Ullstein Verlag rausgekommen ist, habe ich erklärt, was Resilienz ist und wie wir anhand von 8 einfachen Bausteinen mehr für unser psychisches Wohlbefinden, für unsere Widerstandskraft tun können. Und es sind tatsächlich nur 8 Dinge und wir können im Alltag ganz einfach diese Dinge machen. Tagtäglich. Und damit herzlich willkommen bei diesem kleinen Video, in dem ich Resilienz ein bisschen genauer vorstellen will und auch das Buch natürlich gerne ein bisschen genauer vorstellen möchte. Mein Name ist René Träder. Das hier ist Frieda, die sich gerade ganz kamerascheu zur Seite gedreht hat. Und ja, Frieda ist ein Hund, ich bin ein Mensch und ich bin Journalist und Psychologe. Und warum habe ich einen Hund mitgebracht? Naja, vielleicht einfach nur, weil im Video, im Internet immer nur geklickt wird, wenn Hunde, Katzen und Hamster dabei sind. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Ich habe nämlich eine andere Hundefreundin auch mal gehabt, die Suki, und die hat mir was ganz Wichtiges über das Leben beigebracht. Darüber schreibe ich tatsächlich auch kurz in diesem Buch und ich will dir diese Geschichte auch kurz erzählen. Suki ist der Hund einer Freundin von mir gewesen und ich konnte meinen Kindheitstraum durch Suki ab und zu mal leben, nämlich einen Hund zu haben, und konnte mit Suki durch die Straßen gehen oder auf sie manchmal aufpassen. Und es gab einen Tag, da sind wir wieder mal durch die Berliner Straßen spaziert und da ist was Besonderes passiert. Suki hörte nämlich irgendwo hinten ein Geräusch und hat sich umgedreht, hat versucht rauszukriegen, hä, was ist das, was war das für ein Geräusch, und ist aber weiter nach vorne gelaufen. Und vielleicht ahnst du es ja schon, als sie dann ihren Kopf wieder nach vorne gedreht hat, da war plötzlich etwas auf dem Weg, eine Laterne. Und sie ist leider mit ihrem Kopf gegen die Laterne geknallt. Das hat ganz heftig gescheppert in der Laterne und wahrscheinlich auch in ihrem Kopf. Das hat wahrscheinlich schon wehgetan. Und was hat Suki gemacht? Oder besser gesagt, was hat sie nicht gemacht? Sie hat nicht gesagt, oh mein Gott, ist das peinlich, hoffentlich hat es jetzt kein anderer Hund gesehen, immer ziehe ich das Unglück an, ich bin ein richtiger Unglücksrabe. Und sie hat auch nicht gesagt, dieser dumme Berliner Senat, die können nicht mal eine Laterne vernünftig aufstellen. Nee, sie ist einfach weitergegangen und dann waren wir ein paar Minuten später im Park und da hat sie sich ein Stöckchen gesucht und dann haben wir gespielt. Sie hat sich von dieser Situation also nicht unterkriegen lassen. Und diese Situation hat sie wahrscheinlich nicht ewig lange beschäftigt, sondern sie hat ihr Leben weitergelebt. Und wie machen wir Menschen das ganz häufig? Wir laden das Negative häufig noch mit zusätzlicher Energie auf, weil wir ständig darüber nachdenken oder weil wir ständig darüber sprechen mit anderen und das immer größer und größer machen und irgendwann so richtig in diese Opferhaltung reingehen und uns gar nicht mehr handlungsfähig fühlen. Und genau da setzt Resilienz an, dass Resilienz uns hilft, stärker durchs Leben zu gehen, mit mehr Selbstbewusstsein durchs Leben zu gehen und eben schneller ins Handeln zu kommen. Und das ist jetzt hier eine kleine Online-Lesung, aber es ist natürlich furchtbar, aus einem Ratgeberbuch etwas vorzulesen. Deshalb will ich einfach kurz erzählen, wie ist dieses Buch eigentlich aufgebaut und ja, was erwartet euch, wenn ihr euch dieses Buch mal genauer anguckt. Ganz am Anfang erkläre ich natürlich erst einmal, was überhaupt Resilienz ist. Du kannst es dir vorstellen als Immunsystem
unserer Psyche. So wie es eben auch das körperliche Immunsystem gibt, gibt es auch ein seelisches Immunsystem. Und es gibt ja Bakterien und Viren, die schwächen unser Immunsystem. Und dann gibt es diesen Apple a Day, also Maßnahmen, die unser Immunsystem stärken, damit wir fit durch den Winter oder auch durch viele andere Jahreszeiten kommen. Und genauso kann man das auch auf unsere Psyche übertragen. Da sind es nicht Bakterien und Viren, sondern eben Stress, Probleme, Krisen und Schicksalsschläge, die uns schwächen und die uns belasten können und die uns auch ganz doll runterziehen können und das Leben ja ganz negativ machen können. Und was können wir tun? Wir können ganz viel tagtäglich dafür tun, um Verantwortung zu übernehmen für unser Leben. Und das ist der erste wichtige Baustein in diesem Buch, den ich genauer beschreibe, nämlich die Verantwortungsübernahme. 8 Bausteine gibt es in diesem Buch und diese 8 Bausteine helfen, dass man stabil im Leben steht. Und das war ganz interessant beim Schreiben. Ich habe im Buch gesagt, dass alle Bausteine wichtig sind, das glaube ich auch immer noch, und dass alle Bausteine gleich wichtig sind. Das würde ich auch fast immer noch 1:1 unterschreiben, mit einem kleinen Unterschied. Ich glaube, der erste Baustein ist der wichtigste, nämlich die Verantwortungsübernahme. Tschüss, Frieda, ich mache hier mal alleine weiter. Die Verantwortungsübernahme. Es ist nämlich so, wenn wir anfangen, uns nicht mehr als Opfer zu sehen, sondern in die Verantwortung zu gehen. Verantwortung für mein jetziges Leben, Verantwortung für meine Emotionen, Verantwortung für die Dinge, die jetzt passieren oder eben auch passieren sollen, dann kann sich wahnsinnig viel verändern, weil ich ganz viel Kraft zurückbekomme und ganz viel Macht an der Stelle auch wieder zurückbekomme. Und genau dafür möchte ich so gerne motivieren, das Leben also beim Schopfe zu packen. Das Buch heißt ja auch, das Leben so, nein, ich so doch. Und wahrscheinlich kennst du das auch, dass es ganz oft im Laufe eines Lebens Situationen gibt, wo so ein Nein kommt, wo das Schicksal uns ein Nein gibt oder wo andere Menschen uns ein Nein geben. Und dass wir aber gucken können, wie können wir denn ein Doch draus machen, wenn uns die Sachen wirklich wichtig sind. Wie können wir dafür einstehen? Was können wir daraus machen, dass es uns gut geht? Und dann erkläre ich halt Step für Step jeden Resilienzbaustein ganz genau. Ich stelle auch psychologische Studien vor und erkläre, was ist der Hintergrund dieses Resilienzbausteins. Und ich erzähle außerdem noch ganz viele praktische Hinweise und stelle Übungen vor. Übungen, die man direkt mitmachen kann. Und ich möchte dir gerne schon mal einen ganz kleinen Eindruck geben, nämlich eine Zauberfrage möchte ich dir vorstellen. Und diese Zauberfrage, die kannst du dir immer dann stellen, die kannst du herausholen und sagen, jetzt benutze ich sie mal gucken, was passiert, wenn du dich im Stress befindest oder wenn eine Krise gerade da ist oder aber auch, wenn du merkst, oh, da könnte sich ein Problem draus entwickeln, da kommt was Negatives auf mich zu. Und diese Zauberfrage besteht aus 3 Wörtern. Einfach nur, will ich das? 3 Wörter, ganz simpel. Und das Schöne ist, diese Frage verändert sich und die Magie entsteht dadurch, dass man diese 3 Wörter verschieden betont. Nämlich, will ich das? Will ich das? Oder auch, will ich das? Und vielleicht merkst du schon, dass der Sinn dadurch immer ein ganz kleines bisschen anders wird und sich ein ganz kleines bisschen verändert, wenn man die Betonung verändert. Und vielleicht fällt dir ja gerade schon eine Situation ein in deinem Leben, mit der du gerade unzufrieden bist, die dich stresst, die dich runterzieht. Und versuch doch mal diese Zauberfrage mit diesen 3 verschiedenen Betonungen dir noch mal genauer anzugucken. Was passiert dann? Und wo entstehen ganz spontan vielleicht auch Ideen, dass du sagst, jetzt habe ich einen Gedanken, vielleicht könnte ich es ja doch mal anders sehen, vielleicht könnte ich es anders machen und wie kann ich quasi wieder ins Handeln kommen? Wie kann ich aufhören, nur Trübsal zu blasen und wie kann ich wieder aktiv werden? Und genau das ist der Wunsch, den ich mit diesem Buch in die Welt schicke, dass mehr Menschen für sich erkennen, dass sie wahrscheinlich stärker sind, als sie denken und dass sie auch Lust haben, das Leben beim Schopfe zu packen und das Beste daraus zu machen. Denn wahrscheinlich gibt es ja nur dieses eine Leben, dann sollten wir es irgendwie auch für uns nutzen.
Ich hoffe, du hast einen kleinen Eindruck bekommen, was dich in diesem Buch erwartet und was Resilienz ist, was für ein mächtiges und wichtiges Werkzeug Resilienz ist. Und vielleicht hast du ja Lust, dich damit ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und ein schönes Leben, trotz negativer Dinge oder vielleicht auch mit den negativen Dingen. Mal gucken, auf was für Antworten du für dich ganz persönlich kommst. Alles Gute!